das Gespräch so ein bisschen auf deine Eltern zu lenken, auf deine Mutter, weil wir herausgefunden haben, dass deine Mutter, wenn ihr Konzerte im Münsterland oder Westfalen gespielt habt, dass sie dann immer vorbeigekommen ist. Ja, die sind immer ins Konzert gekommen. Kuchen mitgebracht. Und die haben das ganze Orchester mit Kuchen versorgt. Und die waren dann auch schon sehr, sehr glücklich dann einfach, dass das so gut lief und der Junge eben doch nicht in der Gosse gelandet ist. Was für ein Kuchen war das? Meine Mutter hat immer gebacken, jeden Tag irgendwie Streuselkuchen oder Blechkuchen und am Sonntag gab es Torte und fantastisch. Die war so lecker. Ich habe mich auf ein so hohes Niveau quasi verwöhnen lassen, auf so einem Niveau verwöhnen lassen, dass ich dann später, als ich zum ersten Mal Kuchen in Bäckereien gekauft habe, gemerkt habe, dass die Welt eine ganz andere ist als das Kuchenblech von meiner Mutter. Annalena Baerbock nickt. Ja. Das kennen Sie. Also ich als gebürtige Niedersächsin vermisse in Berlin nämlich Streuselkuchen, einen platten Streuselkuchen, den man beim Bäcker kaufen kann. Ich habe früher beim Bäcker gejobbt, deswegen auch eine Affinität zu Kuchen. Und ja, es gibt's aber in Berlin gibt es ein paar Läden. Ich könnte da ein paar Tipps rausgeben. Ja, das aber ist sehr gut. Es gibt eine kleine Überraschung vorbereitet, die ich an dieser Stelle gerne abrufen würde. Denn wir haben einen Streuselkuchen vorbereitet. Und zwar wussten wir wirklich nicht, wen wir fragen sollen. Und das hat jetzt die Mutter, nein, gebacken jetzt. Also es hat die Mutter unserer Redaktionsleiterin, Andrea Kinne, gebacken. Und es ist ein Streuselkuchen, der auch lecker ist. Vielleicht magst du ein paar verteilen an Annalena Baerbock auf jeden Fall. Jetzt sag ich, ja, ganz genau. Jetzt möchte ich auch meine Mutter zitieren. Ich weiß noch, ich habe irgendwann mal ein Schokolade mit nach draußen genommen. Darf ich damit raus? Und da sagte meine Mutter, ja, aber gib den anderen Kindern was ab, sonst blutet denen das Herz. Oh. Und deswegen werde ich den Kuchen jetzt weitergeben. Aber ich komme mir inzwischen sehr schäbig vor. Streuselkuchen geschenkt und ich habe der armen Außenministerin Tischtennisschläger aus Plastik. In den Farben der Ampel geschenkt. Es ist schäbig. Ich kann dafür den Kuchen verteilen. Wie gesagt, es gibt auch Sahne, gehört natürlich mit dazu. Soll ich Ihnen das abnehmen? Sie sind ja mit anderen Dingen beschäftigt. Das mal so weiter. Bitte schön, dass bei euch auch was ankommt. Danke schön. Wie weit wollen wir denn weiter? Max, jetzt musst du aber auch probieren, ob dieser Kuchen annähernd so gut ist, wie der ich werd ihn probieren. Von deiner Mutter. Würdest du das jetzt machen oder machst du nicht, weil du sprechen musst? Willst du jetzt nichts kauen? Also ich weiß gar nicht, ob man zu Streuselkuchen Sahne braucht. Die liegen noch auf meinem Schoß. Danke. Wir wollen natürlich jetzt unbedingt wissen, ob sich das gelohnt hat. Das sich gelohnt, ich sehe es schon jetzt. Gerne ein Stück. Danke, wenn ich die Frage hätte. Ach, ein Traum. Wenn ich gewusst hätte, also ja, perfekt. Also, ich nehme das mal ab, damit Sie die Ecke da hinten nicht geht ganz nah ran an das Niveau meiner mütterlichen Streusel. Auch für Ihre Kinder. Ach Mensch, das ist so schön, weil es heißt, dass dieses Rezept deiner Mutter, dass du das gar nicht hast. Ja. Und dass, als sie verstorben ist, du das auch irgendwie das Rezeptbuch nicht aus dem Haus irgendwie geholt hast. Ich konnte es nicht anfassen. Haben wir noch eine Gabel? Ich konnte es nicht sehen. Ich werde Ich könnte jetzt heulen, wenn ich daran denke, aber es ist schon 10 Jahre her, ich konnte es nicht nehmen. Hat mich irgendwie verletzt. Und vermisst du, also schmerzt es dich manchmal, dass du es nicht genommen hast als Erinnerung? Eigentlich nicht, weil ich glaube, ich könnte es mir jetzt auch nicht mehr ansehen. Okay. Weil es tut mir dann einfach zu sehr weh. Meine Erinnerung ist im Kopf von meinen Eltern, die sich beide in den letzten Jahren verabschiedet haben. Aber sie sind da. Und auch wenn ich jetzt kein Gegenstand, kein Textbuch oder irgendwas oder so in der Hand habe, sind sie präsent. Und ganz oft so, wenn ich jetzt sage, hier, gib den anderen Kindern was ab. Solche Sachen sind immer noch da. Und das ist, glaube ich, wichtiger und wertvoller als so ein Rezeptbuch. Ja, prägende Sätze der Vergangenheit, der Kindheit. Wir haben trotzdem was vorbereitet. Also alles für dich, nicht nur der Kuchen. weil du ja kein Rezept hast. Und ich bin so froh, dass du gerade gesagt hast, der ist annähernd, so wie der von Wir hatten den gebacken.
die Mutter von unserer Redaktionsleiterin, oh, Andrea Kinne. Ja, dann nehme ich das mit großem Dank entgegen. Und das ist Dankeschön. Ihr Rezept.